Leute, wir sind jetzt gerade hier in den heiligen Hallen, also im Studio 71. Ich habe den goldenen Playbutton von Joko und Klaas berührt. Soll ich ihn anlecken? Soll ich ihn anlecken? Ja, ja, ja. It's me! Peace, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Carmela hinter der Maurices Kamera. Peace, Leute, was geht? Und wir sitzen gerade im Eis. Okay, wir sehen eigentlich. Wir sind nämlich gerade auf dem Weg nach Berlin. Es ist ein crazy, cooler, neuer Lebensabschnitt. Nein, also wir sind gerade auf dem Weg zu Studio 71. Es ist auf jeden Fall ein Netzwerk. So viele geile YouTuber sind dabei. Wir werden da Workshops haben. Wir werden mega viel lernen. Wir werden neue Leute kennenlernen. Grillen, darauf freue ich mich am meisten. Wir sind das ganze Wochenende da. Das bedeutet, wir nehmen euch durch unser ganzes Wochenende mit. Heute Freitag, Samstag und Sonntag. Das wird ein 3-Tages-Vlog. Und wir melden uns, wenn wir angekommen sind. Meine Damen und Herren, der Aufstieg ist in Fahrtrichtung links, bitte. Wir sind angekommen, wir sind in der Half City und jetzt treffen wir ein paar andere. Ich bin echt mal gespannt, wer da so bei ist. Und dann fahren wir ins Hotel, dann nehmen wir euch natürlich auch mit hin. Und oh mein Gott, gibt's sogar ein Eiffeltor. Oh Kim, der Witz ist nicht mehr witzig, Mann. Wir haben jetzt schon die anderen getroffen, aber um unseren Hunger nochmal zu stellen, haben wir uns eine Pizza bestellt und unser Vibrator vibriert, deswegen getten wir den jetzt. Lalalala. Oh, und wisst ihr, was nicht fehlen darf? Man kann hier einfach so in den Garten gehen. So drauf machen. Wir sind jetzt in unserem Hotel angekommen. Okay, Challenge accepted. Wenn das nicht nur so 2 Millionen Menschen diese Karte vorher schon in der Hand hatten. Hey Mann. Oh mein Gott, sind das etwa Goodie Bags? Oh, ist so schön hier. Wollen wir hier für immer bleiben? Alter, wir haben sogar ein Aquarium. Krass. Leute, ich habe wirklich noch nie in meinem Leben ein Goodie Bag bekommen. Maurice weiß nicht mal, was das ist. Wir haben Geschenke bekommen. Peace, Leute, was geht ab? Guten Morgen. Wir sind gerade aufgewacht und wir getten jetzt ready for today. Wir sind im Creators Club und wir werden heute viel lernen. Was sagst du dazu? Unnötigste Szene, Take 1. Hä? Wie krass ist das denn? Das ist der fetteste Knoten, den man, glaube ich, jemals in Deutschland notiert hat. Ja, geht auch zum Guinness World Record. Ey, weißt du, wie soll ich diese Kacke aus meinem Haar rausbekommen? Das Bett war super bequem, deswegen habe ich mich die ganze Zeit so eingekuschelt, ne? Und dabei sind meine Haare so aneinander gerieben. Tolle Geschichte, kannst du dir nochmal erzählen? Wir beide sind heute sogar Partner, Luke. So was hat Maurice noch nie mit mir gemacht. Los, lass mal zeigen. Nein. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal frühstücken, ne? Hotel-Frühstück-Buffet ist immer zu heftig. Und ich würde sagen, wir zeigen euch mal, was wir so fooden. So Leute, das Frühstück. Maurice hat mein Croissant in meine Schüssel getaucht, Mann, Alter. Danke dafür. Aber vielleicht schmeckt das. Guten Food, ne? Danke dir auch. Was erwartest du von diesem Tag? Ruhe vor dir. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu Studio 71. Wir gehen hier durch die krassen Hinterhöfe. Hier happens the magic. Und hier sind auch schon ein paar Creators am Start. Ben & Jerry's for free. Ich glaube, das ist Kims... Traum, Traum, Traum. Die haben schon angedeutet, dass wir nachher Ben & Jerry's Eiscreme bekommen. Und ich war so, das ist die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, hierher zu kommen. Oh. Wir haben jetzt gleich Unterricht. Also wir müssen gleich richtig alles mitschreiben, alles unseren Kopf anstrengen. Und ich bin richtig gespannt, was wir so für Input bekommen und was wir mit euch dann teilen können. Wir müssen gerade voll die crazy Aufgabe machen. Wir denken über unser Leben nach. Was tun wir? Was wollen wir machen? Was wollen wir werden? Es gab gerade Essen und Kim hat wie immer ihr T-Shirt vollgekleckert, was sie übrigens gestern erst bekommen hat. Standard. Leute, wir sind jetzt gerade hier in den heiligen Hallen, also im Studio 71. Und wir gehen jetzt hier mal ein bisschen rum und mal gucken, was wir so Cooles entdecken. Wen ich wirklich liebe, ja? Von Maurice abgesehen ist wirklich Joko und Klaas, ne? Wirklich, das sind und Paulina Rojinski und das sind die besten Personen, die es für mich auf der Welt gibt. Ich habe den goldenen Playbutton von Joko und Klaas berührt. Soll ich ihn anlecken? Soll ich ihn anlecken? Ja, ja, ja. Ja? Ich habe ihn angelegt. Oh mein Gott. Das sind die besten Personen, die es für mich auf der Welt gibt. Und ich habe sie fast angelegt. Die haben ja einfach auch so einen eigenen Kleiderschrank, also voll mit Merch. Das ist unglaublich geiler Merch. Das ist wirklich eine geile Qualität. Und deswegen, ich will ja nichts ankündigen, ne? Aber Merch. Ich glaube, ich kann niemals in meinem Leben studieren. Mein Brain ist richtig... Auf jeden Fall chillen wir jetzt ein bisschen unter Palmen aus Plastik. Ein Tag zwiebeln. Auf jeden Fall hatten wir gerade mega viel Unterricht. Wir haben so unnormal viel gelernt. Mein Kopf ist... Cool. Hier ist der Garten direkt an der Spree. Wir bauen hier jetzt gerade noch so ein Barbecue auf, was wir nachher zusammen alle machen, essen, dies und das. Und hier gibt es auch einen Pool und eigentlich ganz nice, oder? Ja, hier. Jetzt haben wir noch unsere letzten Unterrichtsstunden und dann sehen wir uns beim Essen. Wir bekommen sogar Ben & Jerry's Ice Cream und natürlich Karamell. Dann machen wir noch Wiggle Picks. Ja, das ist die krasseste, neueste Neuheit. Wiggle. Machst du ganz super. Danke. Hier sind extra eingeflogene Grillmaster. Something from Tennessee here. Oh yeah, thank you. Oh, thanks. Jetzt beginnt der musikalische Teil. Es wird richtig schön. So kurz davor,
kann endlich erreichen, wovon ich geträumt hab. Bin zu kurz davor. Zeit ist knapp, wir sind verschwenderisch. Man sagt, nichts hält für immer. Ey, warum denn nicht? Was sagt der Rest der Bande? Macht es Sinn, wie es war, weiß ich morgen. Okay, komm, lass dahin. Jetzt Sinn kommt der Rap? Drippigste Beitrag, ja, hier, ja. Seit langem. Drip, 100% Drip. Hey, what's up? What's up? What's your boy, Vivi? Yes! This is all off the top, actually from my belly. Well, okay. Hey. Difficult on this beat. It is difficult on this fucking beat. But I eat it easily. No niggas stand in front of me. I take it all down with ease. Don't even think about this shit. I just pro, like a pro. I just pro, C to the T-O-P. Make some noise for Binobi on the beat, hey! Wir werden jetzt ein Wiggle, Wiggle, Wiggle Pick machen. Wir wissen selber nicht so richtig, was uns erwartet, aber wir schauen einfach mal. Together, together. Das hat, glaube ich, super geklappt, oder? Das sah cool aus. Ja. War cool? 3, 2, 1. You're a rebel, getting into trouble. How to perfect burger? Burger buns? Das ist Food Porn. Ist das Food Porn? Das ist kein Food Porn. Food Porn hier bei Tim und Strichreich auf dem Channel. Er hat bei Berlin Tag und Nacht mitgespielt. Krass, oder? Als nächstes brauchen wir ein bisschen Sauce. Jetzt in einem circling way auftragen. Aber ganz schön viel Sauce für so einen kleinen Burger. Anders schmeckt sich. Als nächstes brauchen wir das Patty. Das letzte. Käse darf auch nicht fehlen. Salat für den gesunden Aspekt. Okay, Leute, der perfekte Burger ist fertig. Guten Tun. Danke. Leute, ihr wisst nicht, wie kacke der Job als Kameramann ist. Ich muss ja immer filmen, während sie das Essen schon macht. Und wer hat jetzt keine Bulette? Ich. Dankeschön, Kim. Danke. Und ready, Leute, ist der Burger. So, Leute, wir haben jetzt unseren Burger gegessen. Es wird auch mittlerweile dunkel, aber der Fernsehturm leuchtet noch voll für uns. Yeah. Yeah. Auf jeden Fall endet jetzt der Tag. Morgen geht's fresh weiter und dann sehen wir uns morgen. Good morning, Leute. Ein neuer Tag ist angebrochen. Der letzte Tag ist angebrochen. Heute werden wir nochmal richtig Input bekommen. Bist du bereit, Maurice? Ja. Wir haben gerade nochmal richtig viel gelernt, was wir natürlich auch anwenden. Und jetzt werden wir erstmal was fooden und es gibt einen Foodtruck. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt raus und holen uns erstmal was. Dankeschön. Es nähert sich jetzt dem Ende zu. Wir bekommen jetzt alle noch eine Personal Challenge, die uns dann begleitet über die nächsten paar Monate. Den Karamella. Ihr habt ja gerade gesehen, dass wir alle unsere Challenges bekommen haben. Das ist unsere. Und ich würde sagen, wir öffnen die jetzt und die wird uns auf jeden Fall die nächsten paar Wochen begleiten. Und wir müssen super gut sein und wir müssen alle zusammenhalten als Team. Hashtag Caramella Crew. Das sind wir. Das ist also unsere Challenge und die werden wir die nächsten Wochen machen und wir werden uns entwickeln und ihr seid dabei und es wird richtig geil. Und ja, auf jeden Fall war das unser Wochenende hier. Und jetzt hauen wir nochmal richtig rein, ne? Maurice? Ja. Machen wir das? Ja. Machen wir das. Und jetzt ein Moonwalk fürs Ende. Und jetzt fahren wir gleich back home! Klappe, die erste, wir sind wieder zu Hause! Hey! Nachdem wir die letzten 4 Wochen immer in Berlin waren, sind wir jetzt endlich wieder zu Hause und it feels good to have this tisch next to me. Viele haben sich die letzten 2 Tage gefragt, hey Kim, wo ist dein Profilbild? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das Ding ist, oh, es war richtig stressig. Wir kamen die letzten 2 Tage nicht in unseren YouTube-Account rein und wir hatten voll Angst, dass wir euch alle verlieren. Umso schöner ist es, dass wir jetzt wieder endlich Zugriff darauf haben. Ja, das war auf jeden Fall ein richtiger Auftrag und deswegen war äußerste Notsituation die letzten 2 Tage und wir haben richtig gemerkt, ohne YouTube wäre es richtig scheiße. Deswegen sind wir richtig froh, dass wir euch alle haben und dass ihr alle uns unterstützt und wir gehen stark auf die 100.000 zu. Und ja, ihr habt im Video auch die 3 Sänger gesehen, die sind unten auf jeden Fall noch ein paar verlinkt, die haben alle richtig cooles Talent, die kommen ja auch alle aus diesem Creators Club, außer der eine, Binobi, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber gut, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, ach, wir grüßen noch jemanden. Grüße an XXX, Paufi XXX, Hashtag 0 Euro, ich feiere eure Videos mega, macht weiter so. Dankeschön, machen wir auf jeden Fall und danke an euch, richtig sentimental heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein, peace.